An. Ja. Lauf, lauf. Das ist eigentlich clever, sich zu teleportieren. Okay, was habe ich nur getan? Schwach wie immer. Hier war ein Baumstamm ursprünglich, der ist weg. Jetzt habe ich diese doofe Rutschfähigkeit, das sollte mir jetzt eigentlich was bringen. 3 von 6. Fehlt nicht mehr viel. Ja, witzigerweise sind mir diese Schafe ein bisschen wichtiger, weil sie eine relativ leichte Aufgabe darstellen sollten. Ha, nimm das. Das war auch nicht so schwer. Die sind echt schnell besiegt. Die wieder nicht. Warum hat so ein Riesenkoloss weniger HP als so ein kleines Scheißding? Von den einen Klamotten aus dem Shop habe ich echt nur diese dummen Rezepte. Na komm, ich will euch totkloppen. Ich habe schon länger die Vorahnung, dass ich mich aufleveln sollte, also mach ich das auch, wenn ich kann. Ja, es waren ja jetzt so viele Monster auf dem Weg. Wow. Okay, das Ding ist zerstörbar und das sollte ich wohl auch zerstören, sobald ich kann. Noch einer! Zu spät, fuck. Bantun! Ja, Speicherpunkt! Wunderbar! Diese Feuerdinger haben echt nur ein Problem. Sie gehen nur in den Screen oben und unten raus. Sie haben auch keine große Reichweite. Aber das sind Fidget, wenn man beide benutzt, sind die echt der Schlüssel zu einer sehr hohen Combo. Das heißt ein Haufen extra XP.
Das hätte man vorher bekommen, pro Gegner nochmal 200 extra XP. Na gut. Hat Fidget den Stand eingefunden, auch weil ich ihn eigentlich dann doch woanders haben wollte. Ach ja. So viele Gegner. Ich sollte mich bei Dust wohl darauf einstellen, dass die Wege immer lang sind. Ich kann immerweise nicht sehen, wie viel Geld ich hier einsacke. Warum diese Monster das Geld überhaupt haben, ist die Frage. Ich schätze mal, da oben soll ich wohl lieber nicht lang gehen. Ups. Oh, ich wäre sowieso runtergegangen, schätze ich. Na, Quatsch. Oh. Okay, da kommen nicht die ganze Zeit solche komischen Dinger raus. Noch ein. Also. Solange frage ich mich, was Gabi für ein scheiß Hirte ist. Mann. Ja, so gerade noch geschützt, ne? Ja, kannst du behalten. Brauche ich nicht. Geht. George. Aua. Mein Gott, nee. Es ist ja dreimal so viel Knockback, als Mega Man haben würde. Au, au, au. Nein. So. Ernsthaft? Wie viel Rückstoß hat der, ey? Immerhin habe ich jetzt einen Schlüssel, aber ich werde nicht deswegen zu dieser einen Kiste zurückgehen. Mann! Die Plattform ist zu klein, ich verhau das jedes Mal. Sagen wir, sie nicht angreift, sind sie tödlich, aber sonst so? Nein. Heiliger Mist, ja. Na, ich versuch's da gar nicht erst. Ah! Oh, jetzt macht sie aber viel mehr Schaden, heiliger Mist. Die ist eine Level Up vom Fidget hat's echt über. Jetzt mäht auch Fidget Gegner nieder, als wären sie nix. Ja, klasse. Immerhin. Jetzt muss ich nur irgendwie dahin gelangen. Die Gebiete hier sind alle recht groß und sehen auch recht cool aus. Ei. Nicht mehr blind shiften.
Zack, zack, zack. Okay, ist er da wohl offenbar nirgendwo hingeführt, da oben, also. Hier sind doch überall die Teile. In der Dunkelheit. Zurück in die Dunkelheit. Au. Das Bewegung. Was? Okay, dadurch bewegen kann ich den nicht. Doch, kann ich. Warum geht das? Fuck. Fuck. Oder auch nicht fuck. Alle drei kaputt, na toll. Nein, doch nicht. Was muss ich mit denen anstellen? Okay, da bringen die offenbar gar nichts. Ich sehe so gut wie gar nichts, echt. Okay, scheiß auf die Dinger. Au. Das hat wehgetan. Ist da. Okay, öffnen wir das Ding. Ich hoffe, ich bereue das später nicht. Ah, ich bereue es jetzt schon. Oh Mann. Okay, hier ist erstaunlich wenig los. Oh Gott, hier fahre ich ja schon. Verfluchte Kacke, wo muss ich hin? Im Ernst, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer hier. Also was ich weiß, dass mein Gamepad vibriert und mich die Stage hier echt am Arsch lenken kann. Ja, definitiv. Ich würde erstmal sagen, das war's mit Let's Play Dust in Illusion Intel. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht habe ich da noch was gefunden, wie es hier weitergeht.